Herzlich willkommen zu meinem kleinen Vortrag, wie man eine iOS-App baut. Ich hoffe, ihr habt viele Fragen mitgebracht, weil sonst sind wir vielleicht in einer Viertelstunde fertig. Aber ich habe mal überlegt, bevor wir überhaupt daran gehen, sollten wir mal drüber reden, was man braucht, wie das geht und warum man das macht. Erste Mal, wenn man entwickelt am Mac, braucht man erstmal das Xcode. Das gibt es im App Store. Wenn man das installieren möchte, am besten mal abends am Feierabend anklicken. Das ist dann vielleicht bis morgens fertig, weil die Installation von Xcode dauert Stunden. Das sind Millionen kleiner Dateien, das auszupacken, da wartet man lange. Auch bei Updates, da kann es dann sein, dass das Programm mal ein paar Stunden nicht nutzbar ist, während ein Update installiert. Dann geht er bei Apple mal auf die Entwicklerseite. Man kann zwar mit Xcode auch lokal Sachen für den eigenen Bedarf so signieren, mit einer Apple-ID. Aber auf Dauer werdet ihr ja einen Apple-Developer-Account brauchen. Das ist heutzutage einfach Cost of Doing Business. Wie ihr ja auch ein IHK bezahlt und ein Zertifikat vielleicht für Windows euch jedes Jahr kaufen müsst, müsst ihr halt bei Apple auch euren Eintritt einwerfen. So, das Developer-Programm. Da bekommt ihr natürlich die letzten Beta-Versionen. Und ihr könnt ein Programm dann mit einem Zertifikat signieren für eure 1000 besten Freunde, die das dann direkt auf dem iPhone installieren können. Mit Testflight könnt ihr euer Programm an 10.000 freiwillige Tester verteilen, die das dann installieren können und ihr bekommt die Fehlermeldung, also die Crash-Reports. Und dann könnt ihr euer App natürlich in den App-Store stellen. Da gibt es seit einiger Zeit die Möglichkeit, das Programm nicht öffentlich reinzustellen, dass es also nur von Leuten gesehen werden kann, die die URL haben dazu. Das ist recht interessant, weil dann der App-Store als Verteilplattform es erlaubt, es an jeden zu verteilen. Zum Beispiel die Leute, die ein Festival besuchen. Die könnten einen Barcode scannen und dann die App laden, ohne dass die App öffentlich im App Store steht. So, dann verteilt man aber meistens die Apps über den Business Manager mit dem MDM. Das heißt, die Geräte in einer Firma sind ja hoffentlich in einem MDM-System, sodass sie sich aus der Ferne sperren lassen. Und dann kann man natürlich seine App damit reinstellen, dass die dann mitverteilt wird. Warum man das überhaupt macht mit der eigenen App, ist natürlich meistens so, wir haben ein FileMaker Go oder den Xclaris Go. Wir hätten lieber ein Programm mit unserem eigenen Namen, mit unserem eigenen Icon. Und wenn es aufgemacht wird, kommt direkt die eigene Datenbank. Die kann lokal laufen oder sich mit einem Server verbinden und dann als Client laufen vom Server. Ja, also man hat die Startdatenbank, die eigentlich nichts macht, außer zu speichern, wo der Server ist. Oder man hat eine lokale Datenbank und man kann sich vom Server mal ein Update ziehen. Dass dann auf dem Server eine neue Datenbank liegt, die man runterlädt. So, dann kommen wir zu Claris. Es gibt eine Claris Community. Seit einiger Zeit kann jeder jetzt das FileMaker iOS SDK runterladen. Man muss also nicht mehr die Subscription lösen, obwohl das immer noch sehr interessant ist, weil für 99 Euro mal ein Server mit 3 Lizenzen zum Testen ist recht günstig. iOS SDK kann ich hier suchen. So. Dann komme ich auf die Seite für das SDK. Das ist auch seit ein paar Jahren eine feste URL, die sich nicht mehr ändert. Da kann ich halt jetzt die Release Notes lesen und die ganzen Details. Das ist also für den hier, nicht für Anfänger gedacht. Und für Leute, die eine eigene iOS-App mit ihrer Organisation teilen möchten. Auch wenn es in den App Store geht, Claris unterstützt das nicht aktiv und hilft auch nicht, falls es da mal Probleme gibt. Also, man kann eine iOS-App in den App Store bringen, aber das ist von Claris nicht vorgesehen oder unterstützt.
Das ist eher hier für eigene Apps an der eigenen Leute zu verteilen. So, und dann geht es hier halt darum, eigenes Branding, ne? Wie die Updates laufen, weil das haben wir auch gesehen. Sobald ein neues FileMaker Go rauskommt, lädt das iPhone das automatisch. Der Server ist aber dann zu alt, man kann sich nicht mehr verbinden. Das kann man hier verhindern, indem man die App nur dann verteilt, wenn man das möchte. Und eben automatisch per MDM. Das kann man ja heutzutage so toll machen, dass man dem Mitarbeiter das iPad schickt, er packt es aus und es lädt automatisch die App runter. Ja, also das gibt es seit ein paar Jahren, dieses Deployment ohne Kontakt. Ja, also man kauft das Gerät bei Apple, kriegt die Seriennummer vorab, trägt die ein und wenn das Gerät dann das erste Mal startet, holt das seine Konfiguration aus der Wolke. So, dann haben wir hier die Release Notes. Dann gibt es hier die Sachen, die man vorher lesen soll. Ja, da ist ein ganz wichtiger Hinweis noch drin. Die iOS-App kommt ja mit einer Kopie einer Datenbank, die sie beim Start benutzt. Beim ersten Start der App wird diese Datenbank in den Dokumentenordner von dieser App kopiert. Wenn man jetzt eine neue Version von der App mal installiert, kann man einstellen, was mit dieser Datenbank passiert, ob die überschrieben wird oder ob die nur beim ersten Start kopiert wird. Und da kann man sich seine Datenbank mit den ganzen Daten, die man lokal erfasst hat, natürlich kaputt machen, wenn man sie überschreibt aus Versehen. So, dann könnt ihr die hier runterladen, da bekommt ihr so ein ZIP-Archiv. Genau. Und dann gibt es so eine Guide. Genau, das sind hier die Schritte, die Clarice aufgeschrieben hat, die wir alle machen können. So, fangen wir mal einfach an. Wir haben dieses Archiv, wir packen es aus. Oh, Moment. Aha, da fängt es schon an. xadder-l. So, ich habe das Archiv runtergeladen. Das Archiv steht unter Quarantäne. Ich habe das ausgepackt und wenn ich jetzt gleich das Programm starten möchte, Xcode das Projekt öffnen lassen will, weiß er, dass das aus einem Download ist und er warnt mich tausendmal und sagt, mach das bloß nicht, das ist gefährlich. Haben Sie auch recht, es werden diverse Sachen ne, als Projekte verteilt und manchmal passiert es auch, dass ein Open-Source-Projekt gehackt wird. Und jemand ein böses Skript mit in das Projekt einbaut und wenn man das dann runterlädt und ausführt, dann hat man ein Problem. Also, so, ihr wollt was sehen. Ne? Größer, Einstellungen, Profile, wo ist denn das für Präsentation? Größer, größer, größer. Wo ist es? Größer. So, ihr wollt ja was sehen, ne? So, Quarantäne kann man sich anzeigen lassen. X-Attribute für Extended Attributes zeigt einem alle Metadaten an, die macOS zu einer Datei speichert. Da ist hier zum Beispiel hinterlegt, wo die URL ist, die ihr ja auch im Finder-Fensterchen hier seht. Die steht als Metadatum dabei und auch die Quarantäne-Information steht dabei. Und jetzt gehe ich einfach mal hin mit dem X-Attribut-Programm und sage Clear. Datei reinziehen für den Pfad und ja. So. Ja. Genau. Das ist auch gefährlich, weil man kann sich ja mal eben die Festplatte löschen, wenn man da was falsch tippt. Ne? So, jetzt schauen wir nochmal nach und jetzt ist es sauber. Jetzt ist da nichts mehr mit Quarantäne. Jetzt gucken wir mal hier in dem Ausgepackten rein. Genau, das hat noch Quarantäne, aber jetzt, wenn ich das nochmal, wenn ich das auspacke, nachdem die Quarantäne weg ist, dann hat es keine mehr. Dann kommen keine Meldungen mehr. Ja, dieses SDK enthält letztendlich eine Version
von einem Xcode-Projekt mit einer Library mit dem Inhalt von FileMaker Go. Also die ganze App von FileMaker Go befindet sich in einer Library-Datei mit da drin. FileMaker hat da auch ein paar Wünsche, die man beachten soll, was man damit machen darf und kann. Der macht es jetzt nicht. So, genau, dann gibt es dieses kleine Programm, Make Project Dir. Können wir erstmal starten. Das ist ein kleines Programm von Claris. Ich glaube, das ist auch ein Programm. Und kein genau, ist ein Programm. Das packt dieses Archiv aus und macht dann ein paar Änderungen nach den Wünschen, die ich hier angebe. Also einmal das Programm starten, möchte erstmal wissen, wohin soll es das Programm legen. Das schreibe ich jetzt einfach mal Test, dann legt er einen Ordner Test an. Eine Abnahme sollte ich mir auch überlegen, das ist halt natürlich nur der Projektname. Das ist nicht, das muss nicht der Name sein, unter dem das nachher fertig wird. Auch Test. Dann brauche ich einen eindeutigen Bundle Identifier. In der Regel nimmt man da eine Domain, schreibt das rückwärts und macht dahinter weiter seine Programme. Zum Beispiel eben sowas wie de-monkey-thread-software.test. Der Bundle Identifier muss für die Registration mit Apple, für das Signieren weltweit eindeutig sein. Deswegen am besten eine eigene Domain damit einbauen. Sonst gibt es da Probleme. Lassen wir mal laufen. So. Ist fertig. Ist fertig und der Finder hat es nicht gemerkt. Wo ist es denn gelandet? Ah, Moment. Test. Da ist es. Okay, ich ziehe es mal am Schreibtisch. Wird im aktuellen Ordner abgelegt vom Terminal. Ich habe ja kein CD benutzt. Wir sind dann sonst im Home-Ordner. Also irgendwo liegt es. So, dann haben wir hier dieses Archiv ausgepackt bekommen mit den ganzen Bestandteilen. Die können wir uns mal gerade anschauen. Wir haben erstmal ein Xcode-Projekt. Dann haben wir hier einen Ordner Solution Files. Der Inhalt dieses Ordners wird später mit ins Programm kopiert. Dort liegt die Datenbank, die beim Start geöffnet werden soll. Da dürfen auch mehrere Datenbanken liegen. Oder sonst noch Dateien, die man mitnehmen möchte. Dann gibt es einen Ordner Plugins. Ja, wer weiß, wofür der gut ist. Dann gibt es von Claris das Storyboard, also Dateien, die nötig sind, damit die App weiß, was sie machen soll. Also es gibt einen Launch Screen, der hier definiert ist, den können wir uns gleich in Xcode anschauen. Eine Info-P-List definiert so ein paar Sachen, die schauen wir uns auch noch an. Dann gibt es eine Konfigurationsdatei. Moment. Die müssen wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Fangen wir mal damit gleich an. So, hier definieren wir erstmal, welche Datenbank soll denn aufgehen beim Start. Hatte ich eben mal erklärt, es gibt ja, man kann ja mehrere Versionen von seiner App haben. Da kann es gut sein, wenn man bei einer neuen Version hier einfach mal eine Zahl dranhängt und hochzählt. Dann kann man nämlich eine Datenbank 2 haben, die dann sozusagen per Verweis auf Datenbank 1 die Daten von der letzten Version übernehmen kann. Ja. Kann man sich was bauen? Muss man sich überlegen, wie man seine Updates macht? Wenn natürlich nur die App immer nur zum Server verbindet und immer nur online arbeitet, ist das ja egal. Brauche ich hier nur einen kleinen Launcher. Aber wenn ich die Daten lokal vorhalte, muss ich mir das überlegen. Ich habe auch schon Kunden gehabt, die haben gesagt, ich habe eine kleine Launcher-Datei. Die holt sich per Curl erstmal die richtige Datenbank. Ne, aus URL einfügen, schreibt die in den Dokumentenordner. Ne. Und wenn ich den Namen ja weiß von der alten, neuen Version, kann ich auch solche Verweise ja machen. Die gehen ja inzwischen auch per Variable, sodass ich auf die alte Datei zugreifen kann, kann Datensätze übernehmen. Dann kann ich eine Hilfs-URL hinterlegen zu der Dokumentationswebseite, wo man halt hinkommt, wenn man den Hilfeknopf, den Claris in der App hat, einstellt. Dann gibt es das mit der Solution Files Copy Option. Das ist das, ob ich kopieren möchte beim ersten Start oder immer. Also jedes Mal, wenn der Nutzer startet, startet er mit einer neuen Datenbank. Das ist zum Beispiel, wenn man
zum Beispiel in den Apple Store geht, da sind ja auch Macs zum Ausprobieren. Die sind so eingestellt, dass sie sich alle so und so viele Stunden komplett löschen und wieder in Ursprungszustand setzen. Das könnte man hier ja auch machen für Demos. Wenn das Programm also abstürzt und neu startet oder das iPhone neu gestartet wird, ist es immer der alte Stand. Oder einmal kopieren beim ersten Start oder kopieren immer, wenn sich die Versionsnummer ändert, die ich in die App schreibe. Ja, ihr seid da vollkommen frei, was ihr als Versionsnummer nehmt. Ihr könnt also wie Klares die hintere Zahl immer mal wieder hochzählen oder auch einfach die vordere. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, es gibt neben der Versionsnummer, die man halt so öffentlich sieht, auch noch eine Build Number Change. Also jedes Mal, wenn ich das Programm neu kompiliere, ob er dann das ändern soll. Kann ich als Zahl oder als Text hinschreiben. Ja, dann kann die Datenbank auch verschlüsselt sein und dann muss ich natürlich irgendwo das Passwort hinterlegen. Ja, das wäre dann halt dieses ein Passwort, was auf die Datei selber angewendet ist. Ne? So. Und wenn ich noch ein bisschen Swift programmieren kann oder Objective-C, kann ich eine eigene Delegate-Klasse definieren, die aufgerufen wird, wenn es halt was gibt, wofür, naja. Also Delegate wird aufgerufen, wenn zum Beispiel die App nach vorne kommt oder wenn sie gestartet wird, wenn sie beendet wird. Da kann man dann noch eigenen C-Code hinterlegen. Gibt es da Fragen dazu übrigens? Dann schauen wir mal weiter durch. Dann gibt es hier noch ja, Base, das Storyboard fürs Hauptfenster. Dann gibt es hier auch ganz wichtig ein Python-Skript, das im Moment kaputt ist. Auch eine kleine Besonderheit. FileMaker hat ein Skript geschrieben, was mit Python überprüft, ob die Xcode-Version neu genug ist. Leider wird Python gar nicht mehr mitgeliefert mit dem macOS. Deswegen geht das Skript nicht. Das muss man nachher noch aus den Bildphasen rausschmeißen. Aber es soll eine zukünftige Version vom iOS SDK geben, wo das behoben ist. Dann gibt es hier noch eine App, die die Project Settings aktualisiert. Von Claris. So, dann haben wir hier ein bisschen Quellcode, der immer mit dabei sein muss. Naja, das ist der Startcode von der App. Ja, das ist halt für Swift-Programmierer, die können hier ihre Erweiterung codieren. Dann haben wir hier zwei Ordner, einmal die Libraries für den Simulator und einmal für das Gerät. In dieser A-Datei und in dieser Framework-Datei ist halt zusammen das komplette FileMaker Go eingebaut. Mit hier den Bilddateien und so weiter. So, und dann haben wir hier noch eine Entitlements-Datei. Da stehen jetzt Sachen drin, die wir gern als Entitlement hätten. Das ist so eine Sache, nicht jede App darf zum Beispiel aufs Adressbuch zugreifen. Nur eine App, die vorher beantragt hat und auf den Adressbuch Zugriff, darf auf das Adressbuch zugreifen. Ihr könnt euch selber so ein Entitlement da reinschreiben. Ne? In dem Fall halt hier, wir hätten gern Data Protection, dass unsere Daten halt mit dem Passkey vom Gerät mit verschlüsselt werden. Wenn also ein Programm gehackt wird und versucht und hat keinen Zugriff auf eine bestimmte Sache, wie zum Beispiel das Adressbuch, wird gehackt. Und es wird Code ausgeführt, der versucht, aufs Adressbuch zuzugreifen, wird das Programm beendet. Ja, das ist durchaus sinnvoll. So, dann machen wir mal das auf. Ja. Wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich ja die Textdatei hier auch. Das hier ist ja ein Texteditor für diese Textdatei, die wir eben in dem Ordner gesehen haben. Ne? So, fangen wir mal an und sagen wir mal einfach ran und gucken wir mal, was für Fehler kommen.
Also nach dem ersten Öffnen gibt es hier die Ansicht mit dem Ausrufezeichen diverse Fehler. Also ich habe eine neue Xcode-Version. Xcode hat immer nette Vorschläge, was ich alles machen könnte. Ja, empfohlene Warnung, okay, das nicht. Nehmen wir. Also nur die aktive Architektur bauen beim Debuggen. Naja, ich baue lieber alles, dann kann ich auch das Debug-Bild auf ein Gerät schmeißen und es ist auf jeden Fall alles dabei. So, jetzt baue ich das und kriege hier schon meinen ersten Fehler. Was steht da? Ah ja, Python Bad Interpreter. Er mag kein Python. So, dann gehe ich hier nochmal in das Projektübersicht. Wenn ich oben auf das Projekt drücke, komme ich zu den Einstellungen für das Projekt. Dann das Target, das was wir bauen. Und dort gibt es die Bildphasen. Und dort gibt es hier einen Eintrag Verify Xcode Version. Also in dem Projekt hat Claris ein Skript eingebaut, was gucken soll, ob die Xcode Version neu genug ist. Ja, das war vor 5 Jahren, das hätten sie längst drauf. Naja. Gut, hier gibt es eine Mülltonne. Weg damit. So, jetzt nochmal starten. Wir gehen schon mal hier rüber und gucken mal, was da kommt. Das hat geklappt, das ist ja Wahnsinn. So, Launch Test. Normalerweise hat er immer noch über Code-Signaturen gemeckert. Launching Test, ja, hier geht schon der Simulator auf. Wenn er einmal gestartet ist, kann er offen bleiben. Man muss ja nicht jedes Mal warten. So. So, die App startet. Wir simulieren hier einen iPod Touch, der ist sehr gemütlich. Man kann das übrigens hier oben auswählen, welches Gerät man simuliert haben möchte. Ich weiß jetzt nicht, warum der auf iPod Touch stand. Vielleicht gab es den damals schon, als das gemacht wurde. So, da ist jetzt der Placeholder geladen und ah, das ist ja eins von meinen. Moment mal. So, mal gerade gucken. Ah ja, klar, ich hatte in dem Simulator schon mal ein anderes iOS-Programm von mir laufen, wo eingestellt war, dass er die Datenbank nicht jedes Mal überschreibt. Deswegen haben wir jetzt nicht die Startdatenbank hier. Ich gehe also mal hin und lösche das gerade, lange draufdrücken, ab, entfernen. Ja, wirklich, ja. Und drücke hier nochmal auf Start. So, er baut, startet. Und jetzt kommt er, genau. Das ist, wie das aussieht, wenn man das Standardprojekt hat. So, dann gehen wir mal hier in die Einstellung und schauen mal, was man da alles einstellen kann. Bild-Settings, ne, die wollte ich nicht. Hier, General. Ich kann hier eingeben Display Name. Das ist also der Name, der angezeigt wird für die App. Die App muss also nicht so heißen im Projekt oder in Dateiname, wie sie später im Bildschirm angezeigt wird vom iOS-Startscreen. Tippen wir mal Hallo Leute ein. So, hier habe ich die Versionsnummer. Die Versionsnummer muss, wenn ich das mal an den App Store schicke, muss die Versionsnummer immer ein bisschen höher sein als vorher, sonst meckert ihr. Aber ansonsten könnt ihr die Nummern rauf und runter ändern, wie ihr wollt. Das ist nur eine Marketing-Sache. Die Build-Number kann man einstellen, dass die automatisch hochgeht. Das habe ich vorhin im Terminal eingegeben, damit das direkt hier drin landet. Das definiert den Identifier, unter dem das Betriebssystem meine App verwaltet. Darfst du sie jetzt hier, wenn du dich entscheidest, dann möchte ich sie anders machen? Kannst du jederzeit ändern. Hier. Ja, klar. So, hier ist übrigens auch der Haken für Mac-App, ne, wenn man möchte. Ja, was auch immer. So, und dann gibt es hier noch die Entscheidungen, ob ich einfach ein
iPad im Fenster haben möchte, quasi, also, oder ob das Ding für Mac optimiert ist. Wobei das jetzt die Frage ist, wie gut Claris programmiert hat, ob, wie gut die mit unterschiedlich großen Bildschirmen klarkommen. Vor allem auch, wenn sich die Bildschirmgröße ändert dauernd, wenn das Fenster vergrößert. So. Das kommt auf dein Interface an. So, Statusbar an, aus, hell, dunkel. Man kann die Device Orientation festlegen. Man kann nur sagen, das Programm läuft immer nur hochkant, wenn man möchte. Oder immer nur Vollbild. Kann mehrere Fenster. Das kann man natürlich jetzt nicht einfach anhaken, weil das müsste Claris programmieren. Die APIs für mehrere Fenster. So, dann gibt es hier Hinweis, welches App-Icon nehme ich. Da kann ich natürlich hier die Vorlage ändern in den Ressourcen. Oder ich kann ein neues Icon dazu machen und das auswählen. So, Launch Screen lassen wir in der Regel. So, dann sind hier die Frameworks, die fassen wir auch nicht an. Ja, so, dann kommen wir zum Signieren. Das Programm, was ich jetzt, wenn ich das baue, dann meckert der wahrscheinlich, dass das hier nicht eingetragen ist. Mal sehen. Genau, hier steht, da fehlt ein Team. So, also da wähle ich jetzt mal meine Firma aus. So, dann Register. Also Xcode hat seit einigen Jahren diese ganzen Automatismen. Ich gehe hier oben in die Voreinstellungen. Ich füge meinen Account hinzu. Der lädt sich dann die ganzen hier Zertifikate runter. Ich kann auch hier, wenn eins fehlt, eins hinzufügen. So ein Zertifikat ist ein paar Jahre gültig. Ich kriege eine E-Mail, bevor es abläuft. Jedenfalls habe ich letztens eine bekommen dazu. Ne, hier, Manage, genau, da habe ich mehr drin. Genau, da sind auch alte Zertifikate. Kann ich hinzufügen. Wenn ich hier mein sage automatisch managen, wird automatisch auf der Apple-Webseite ein Provision-Profil angelegt. Ich muss also im Moment nicht mehr da auf die Webseite gehen, das manuell machen. Wenn das mal nicht geht, kann ich es auch reparieren. Da empfiehlt sich übrigens dann, in den Ordner zu schauen. Library, Mobile Devices, Provision. Hier liegen die Profile drin. Wenn da was kaputt ist, bin ich schon ganz oft hingegangen, habe den Ordner einfach leer gemacht. Häkchen weg, Häkchen wieder dran, er legt Neues an. Ja, wenn hier irgendwas nicht stimmt, das gibt sehr kryptische Fehlermeldungen und man ist ewig am Rätseln, woran es liegt. So. Zum Beispiel, wenn man ein Provision-Profil hat für eine Mac-App und der versucht, das für eine iOS-App zu nehmen. Geht nicht. Wenn das Provision-Profil signiert ist mit einem abgelaufenen oder mit einem anderen Account. Das ist so viel. Wenn das nicht passt, diese ganze Kette, dann wird es abgelehnt. So, das Gerät muss zum Debuggen auch noch registriert sein. Das kann der hier auch machen. Da muss ich nicht mehr auf die Webseite gehen. Das ist für ein volles Konstruktion Business, weil sonst geht das nicht. Man muss die 100 Dollar. Wenn du nicht bezahlst, nur eine Apple-ID hast, kannst du lokal für dich signieren. Ja. Und du kannst es auf Geräte verteilen, ich glaube aber nur auf ein paar. Nee, das ist ja, wenn du bei Apple auf die Webseite gehst, Developer, dich einloggst, kannst du da bis zu, ich glaube sogar 1000 Geräte hinzufügen. Entweder 100 oder 1000. Oder? Gut, 100. Wir nehmen das kleinere Angebot. So, und das ist halt zum Direkttesten. Das sind also deine Testgeräte, die du mit deinem Mac verbunden hast, wo du dann das drauf laufen lässt. Ja, die Tools von Apple gibt es nur für Mac. Mac Mini sind im Moment für 699 Euro neu zu haben. Gebraucht für die Hälfte oder so. So, was haben wir denn jetzt noch? Ah ja, hier. Genau. Das Programm läuft in der Sandbox. Nur Sachen, die erlaubt sind, die hier angehakt sind, sind auch gestattet. Das heißt, wenn man einen Zugriff auf eine Kamera macht und hat Kamera nicht erlaubt, dann wird das nicht gestattet. Genau, also setze ich hier die Häkchen. Kalender. Ja.
Naja, entweder gibt es eine Fehlermeldung oder du kriegst einen Crash-Report, Programm wurde beendet, weil Programm versucht, was zu tun, was nicht darf. Ne? Also, ja. Genau, zum Beispiel sowas wie Remote Notifications, wenn man das benutzen möchte, ne, dann sollte man das anhaken. So, dann gibt es hier noch ein paar mehr Sachen. Memory Delib. So, Audio Input, Kamera Location, Foto Library. Hier sind halt Häkchen gesetzt, die Claris schon für uns gesetzt hat, weil es halt in dem FileMaker Go gibt es halt auch so auch Bild einfügen, glaube ich, Bild von Kamera dann und dann muss er Kamerazugriff haben. Ne? So, dann kommen wir zur Info-P-List. Das hier ist, hier wird angezeigt die Info-P-List-Vorlage, aus der dann die Info-P-List gebaut wird, die im Programm drinsteht. Und das sind halt diese Informationen, also diese Metadaten, die bei der App mit drin liegen, damit das Betriebssystem weiß, welche Version ist es, wo finde ich das Executable, also wo finde ich das Programm im Bundle. Und hier stehen auch die ganzen Privacy-Meldungen drin. Wenn also das Programm auf die Kamera zugreifen will, wird dieser Text hier angezeigt. Kamera Access. Da kann ich jetzt schreiben, Kamera benötigt zum QR-Code lesen. Ja, dieser Text erscheint dann in einer Meldung vom Betriebssystem, wenn ich die Kamera benutze. Beim ersten Mal natürlich, wird gefragt, Erlaubnis. Ja, das geht auch, weil die Info-P-List-Texte können auch lokalisiert werden. So, dann haben wir hier. Nochmal gucken, was alles drin steht. Launch Screen bleibt. Programm benutzt Wi-Fi. Ja, natürlich. So, dann gibt es hier die Standardlokalisierung, ist hier Englisch. Background Modes. Also dieses Programm möchte Location Updates, das ist, wenn ich die Geokoordinaten abfrage, möchte vielleicht auch Musik im Hintergrund spielen. Das ist hier schon eingetragen. Ich kann natürlich auch noch weitere Sachen eintragen, die hier alle stehen. Könnt ihr auch nicht lesen. Zum Beispiel auch Daten im Hintergrund werden verarbeitet, damit man mehr Laufzeit im Hintergrund bekommt. So, dann FM Copy Files Option. Oh, das ist redundant. Das steht ja eigentlich in der Config-Datei, dass er hier bei jedem Build-Version Change überschreiben soll. So, was haben wir denn noch hier drin? Abtransport Security. Eine iOS-App kann eingestellt werden, dass sie nur auf bestimmte URLs zugreifen kann. Ne, dass also Zugriff auf andere URLs blockiert werden automatisch. Hier steht jetzt der Eintrag drin, wir würden gern alles laden dürfen. Ne, da macht also Claris, hat das schon eingetragen, ist weit offen. So, die unterstützten Bildschirmmodi. So, was haben wir noch? Bundle Name. So, Interface Orientation nochmal. So, dann kommen hier die Dokumenttypen. Man kann die App einstellen, dass die App für bestimmte Dokumenttypen öffnet, wenn man die halt öffnet. Das könnte man hier einstellen. Ist nichts eingestellt. Auch URL-Typen sind nicht eingestellt. Wenn diese App auf eine FRP-URL horchen soll, muss man die natürlich hier eintragen. Ne? Ist jetzt nicht vorgesehen, weil FMP geht normalerweise zum FileMaker Go. Ja, du könntest ein eigenes Schema hier eintragen. Das Problem ist aber, wie du es entgegennimmst. Also FileMaker horcht ja nur auf FMP und FMP 19. Könnte man hier eintragen. Man könnte hier auch was anderes eintragen und dann vielleicht ein Plugin benutzen. So, signieren haben wir gemacht. Das heißt, wir können jetzt auch bauen, oder? So, Info-P-List haben wir, Build-Settings. Bei den eigentlichen Build-Settings ändern wir normalerweise nichts. Obwohl vielleicht noch interessant, Deployment-Target. Hier hat jetzt Claris iOS 14 eingestellt. Normalerweise wird ein SDK von Claris für eine bestimmte Version gemacht.
Auf einer älteren Betriebssystemversion startet das dann in der Regel nicht. Deswegen ist der Eintrag hier sinnvoll, die Mindestversion festzulegen. Ihr könnt aber natürlich auch ein älteres SDK nehmen, wenn ihr auf einem älteren iOS-Version noch laufen wollt. So, was sagt er denn jetzt hier? Älteres SDK bedeutet dann die Funktionalität. Genau, du nimmst dann das SDK von 1913 zum Beispiel. 1903. So, jetzt meckert er hier, ich habe ja vorhin Mac angeklickt, jetzt meckert er, dass die Bildschirmorientierung mit Mac nicht zusammenpasst. Ich schalte es mal wieder zurück. Auch die ganze Mac-Geschichte ist von Claris nicht vorgesehen, das haben die nicht ausprobiert, aber es gibt halt jede Menge Leute, die sehr glücklich waren, dass es funktioniert. So. Können wir jetzt bauen. Jetzt können wir endlich bauen, super. Wir haben gebaut, das heißt, es gibt hier im Finder, kann ich sehen, das ist jetzt mein App-Package. Das liegt in einem bestimmten Temp-Ordner von Xcode drin. Und das könnte ich jetzt auch zum Beispiel direkt auf ein angeschlossenes iPhone installieren. Machen wir mal gerade das Fenster offen, hier gibt es Devices. So, jetzt brauche ich ein Kabel. Ab iOS 16 muss man sein iPhone noch in einen Developer-Modus setzen, damit das überhaupt geht. Weil es wird zu viel Mist gebaut. Dass Leute halt wirklich Pakete verteilen mit Malware und die Leute installieren sich das. Ja, ist schon komisch. So, also wenn ich dieses Fenster aufhabe, auch an einem anderen Rechner, könnte ich jetzt sagen, hier Plus, kann jetzt das Programm auswählen. Er kopiert das auf das iPhone und dann müsste ich das hier starten können. Genau, unable. Und jetzt geht die Fehlersuche los. Gut, probieren wir es mal erstmal direkt mit dem Starten. Das ist die erste Frage, ob das iPhone überhaupt in der Liste steht. Aber gut, probieren wir es mal aus. Ich kann nämlich hier jetzt auch mein iPhone auswählen und kann sagen Run. Und er baut die App. Nochmal neu. Ich kann ihm auch zugucken, was er macht. Hier die einzelnen Schritte werden da angezeigt. Jetzt wird es installiert. Und, oh, es ist schon drauf. Ja, also wenn irgendwas mit den Zertifikaten nicht stimmt, mit der Signierung, dann installiert er das nicht oder startet es nicht. Aber jetzt im Moment, hier startet was. So, hier in dem Fenster in Xcode habe ich jetzt unten einen Bereich, wo er mir die Bug-Meldung anzeigt. Man kann zum Beispiel beim MBS-Plugin, wenn man Trace anmacht, kann man hier live die Meldung sehen, was das Plugin so macht. Oder wenn sonst irgendeine Fehlermeldung passiert, die hier gelockt wird, sonst kann ich hier was machen, so kann ich ja nichts machen, aber wenn da eine Fehlermeldung wäre, würde die vielleicht auch hier stehen. So, mal weiter. So, für die Demo setze ich jetzt mal hier ein, dass er die Datei immer überschreibt. Eins. So, und dann gehen wir mal hin und ändern die Datei mal. Einmal Xcode, FileMaker. So, Layout bearbeiten. Was könnte man denn mal machen? Machen wir mal ein Containerfeld dazu. Build. Container bitte. So. Ups. Und dann machen wir mal einen Knopf und ein kleines Script. Aus Bild einfügen, Skript ausführen, plus Bild einfügen, aus Gerät, ne? Da, von Gerät. So, einmal Kamera, von hinten Auflösung original. Okay.
Ja, verlassen, speichern. So, jetzt auch ganz wichtig, zumachen. Sonst ist die Datei nicht geschlossen und wir übertragen eine kaputte Datei. So, das läuft noch. Hier die Stopptaste. Und jetzt starten wir es nochmal im Simulator. Das tut es ja. Es kann vorkommen, dass manchmal beim Drücken auf Start der abbricht mit einer Fehlermeldung. Dann drückt man nochmal Start und dann geht's. Das hat folgenden Hintergrund. Claris verwendet hier ein paar Skripte, die immer hin und her kopieren zwischen brauche ich eine Library fürs Gerät oder die Library für den Simulator. Da kann es halt sein, dass da noch die falsche Library liegt. Das Skript kopiert die drüber, er hat aber schon geguckt und es ist halt Zeitproblem. So, ich habe jetzt mal hier Bild einfügen. Dann kommen jetzt hier ein paar Sachen. Ich sage mal Unterschrift, schreib mal was und dann habe ich das drin. So. Funktioniert also schon. So. Was brauchen wir noch? Oder vielleicht gibt es erstmal Fragen. Da war jetzt gar keine Kamera, weil ich habe hier Bild einfügen gedrückt. Der Simulator hat keine Kamera. Jetzt geht es auch nicht mehr, oder? Doch. Nee, fertig. Achso, muss ich erst löschen? Löschen, ja. Fertig. Jetzt geht mein Skript nicht mehr. Na gut, ich kann den Container direkt angehen. Man sieht hier, Kamera ist ausgegraut. Dieses Gerät, der Simulator, hat keine Kamera. Aber eine Unterschrift konnte ich machen. Ja, genau. Dann kommt jetzt hier diese da. Hallo Leute, möchte Foto gestalten, Sie hinzufügen, Fotos in der eigenen App. Foto wählen, ja gut, dann machen wir mal wählen. Bei wählen kommt ein Picker normalerweise. Genau. Da kann ich dann, also dieser Picker läuft als separate App auf dem iPhone, hat Zugriff auf die Fotodatenbank. Ich kann jetzt was auswählen und wenn ich fertig drücke, bekommt FileMaker eine Kopie von dem Bild. Und zwar nur von dem Bild, nicht von der ganzen Library. So, jetzt wäre es noch schön, wenn die erscheinen würde. Ich habe sie doch ausgewählt, oder? Ah ja, gut. So, noch eine Frage? Also die Lösung, die ihr baut, baut ihr natürlich in der Regel auf die passende Bildschirmgröße. Ne? Und ihr habt ja ein Startskript, was losläuft. Und der kann ja dann schauen, wie groß ist der Bildschirm und das passende Layout laden. Ne? iPad, Desktop, iPhone. Also ich kenne viele Kunden, die einfach nur einmal sich hinsetzen, machen so eine SDK ab und dann bleibt die jahrelang gleich, weil sie sich beim Starten einfach nur zum Server verbindet und der Rest kommt vom Server. Ja. Was wird eingestellt? Neben Xcode sage ich ja nur, er soll diese Placeholder, die muss ja nicht Placeholder heißen. Ne? Ja, kann man. Man kann aber auch komplett lokal was programmieren. So eine App für hier so eine Konferenz, die könnte ja komplett lokal auf dem Gerät laufen. Die müsste vielleicht nur Amazon Skript haben, was sich per Insert von URL neues JSON lädt oder so mit den Daten. Ja. Ja. Obwohl jetzt gerade mal einer gefragt hat. Moment, das ist schwierig. Weil du musst ja für die SQL-Datenbank, zu der du dich verbinden möchtest mit dem Plugin, musst du ja einen Treiber vielleicht haben. Du musst also quasi eine MySQL-Library oder eine Postgres-Library haben für iOS und die mit in die App kompilieren. Ne, mein Plugin kann das durchaus, ja. Aber und die nächste Frage ist, ob du wirklich möchtest, dass deine iOS-App, die irgendwo in der Welt läuft, direkt auf deinen MySQL-Server geht. Weil da muss ja das Login in der App sein. Normalerweise bauen Leute einen kleinen Webservice oder irgendwas dazwischen. Ja. Um zu schauen, ob der das darf, der das da macht. Ne? Ja. Wenn man etwas in einen Webviewer lädt oder zu einer Safari öffnet mit einer URL, da kann man natürlich einen Parameter übergeben in der URL. Und der könnte, sagen wir mal, ein Token enthalten, was man definiert hat, das dann für 5 Minuten gültig ist, um diesen User wieder zu laden. Ne, das kennt ihr vielleicht
wenn ihr hier in der Dropbox-App seid und klickt auf Webseite, dann macht er ja auch nichts anderes, als dass er mal zum Server geht, legt mal ein Kurzzeit-Token fest, mit dem die App dann den Link öffnet, dass der Link, wenn er zur Webseite lädt, dann weiß, zu wem er gehört. Ja. So, Plugin. Also, es gab ein kleines Problemchen. FileMaker hätte gern, dass Plugins mit .fm-Plugin benannt sind am Ende. Apple hätte gern, dass im Plugins-Ordner nur Sachen liegen, die .plugin ändern haben. Die Einigung war dann, wir legen einen neuen Ordner an, den nennen wir Frameworks. So, und dann müssten wir jetzt mal, wie heißt das nochmal? NBS Plugin A12, was ist 3? Ich habe sie in der Dropbox. Dropbox, da liegt ja eins. Und so, dann gibt es beim NBS Plugin, kommt das halt mit. Jetzt zum Beispiel Simulator, da liegt ein MBS.fm-Plugin, damit FileMaker glücklich ist, .framework, damit Apple glücklich ist. So. Da kopieren wir das Richtige jetzt, also in dem Fall für Simulator mal rein. So. Das für Simulator ist übrigens ein bisschen größer als das fürs Gerät, weil das für Simulator enthält Code für Intel und Apple Silicon. So, jetzt haben wir das da drin. Jetzt nehmen wir diesen ganzen Frameworks-Ordner und ziehen den hier rein. So, da kommt der Dialog und da sagen wir mal, er soll eine Folder-Referenz erzeugen, also nur so ein Alias auf den Ordner. Und er soll das bitte auch mit in das Programm legen. So, jetzt habe ich das hier drin. Jetzt baue ich noch was ein in meine Datenbank hier. So, dann nehmen wir mal hier einen neuen Knopf oder so. NBS-Version. NBS. Version und sagen wir noch auf MBS Plattform, ne, damit wir dann wissen, wo wir auch laufen. Ne, jetzt mal ausprobieren. Wenn ich hier drauf drücke, steht hier 12.3 auf FileMaker Pro. Dann einmal starten im Simulator. Ja, wenn ihr das Plugin noch benutzt, hier ist ein Signierungsskript drin. Ihr müsst das Plugin mit eurer Team-ID signieren, weil auch die App mit der Team-ID signiert ist. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann fliegt euch das um die Ohren. So, hier haben wir zum Beispiel einen Abort mit Payload. Was sagt er denn? Wir probieren es einfach nochmal, nicht, dass es dieser Standardproblem ist. Wenn es nicht geht, erstmal nochmal auf Start drücken. So, wir haben auch die neue Datenbank bekommen. Wie ihr seht, der Knopf ist da. Ich drück mal drauf und da steht jetzt hier 12.3 auf Mobile. Ja. Also Plugin geht auch unter iOS. Erweitert dann mit, ich glaube, irgendwie 3000 Funktionen. Ja. Ja, schwierig, weil die eigene iOS-App wird gern mal im Hintergrund gekillt, wenn der Arbeitsspeicher knapp ist und wenn man nicht dieses im Hintergrund Daten verarbeiten angeklickt hat, dann wird man sowieso nach 30 Sekunden gebremst. Ja. Man kriegt einfach keine CPU-Zeit mehr, weil der muss Strom sparen. Ja, man kann Sachen, ne, man kann ja einstellen, er möge bitte das erlauben und dann kann man das versuchen, aber man muss damit rechnen, dass das Programm im Hintergrund jederzeit beendet wird, weil halt der Arbeitsspeicher knapp ist.
Und da gab es zum Beispiel ja mal Facebook, die waren ja mal besonders clever und haben im Hintergrund einfach ein mehrstündiges Audiodatei abgespielt, die halt keinen Ton hatte. Ne? Das wurde dann natürlich auch von Apple irgendwann... ja. Also das Thema macht Claris selber ja gar nicht. Wo ist es denn hier? UN Notification. So. Also man kann sich dafür registrieren, dass man einen Script-Trigger bekommt, wenn halt eine Notification aufgeht. Dafür ganz wichtig, braucht man einen Device Identifier, deswegen gibt es ja auch irgendwo die Funktion dafür. Man kann fragen, ob die Erlaubnis für Notifications gewährt wurde. Also da gibt es auch ein Beispielprojekt von mir, wo man sich das anschauen kann. Und man muss auch noch hier dieses zweite Framework einbinden. Das ist nur für die Notifications. Da geht es nämlich darum, dass das Plugin früher geladen wird, damit das Plugin diesen Dialog zeigen kann, um die Erlaubnis zu fragen. Das muss halt passieren, bevor die Datenbank aufgeht. Ja, das ist ein bisschen extra Arbeit, aber es geht. Ja? Nein, du kannst die Push-Notifikation können auch reinkommen, während die App geschlossen ist. Und wenn man dann auf die Notification drückt, dann geht die App auf. Also du weißt ja, dass es Sport-Apps gibt, die im Hintergrund Geocoordinaten aufzeichnen. Also es ist technisch möglich. Du könntest also ein FileMaker-Skript schreiben, was so im Hintergrund geht ja gar nicht. Aber du könntest mit dem Plugin einen Timer starten, der irgendwie alle Minute losläuft und könntest dann ein kleines Skript haben, was die aktuelle Position aufzeichnet. Ja. Lass mal gucken. Hatten wir hier nicht irgendwas mit iOS? iOS-App, genau. Genau, da gibt es ein paar Sachen, wo man sich triggern lassen kann vom Plugin. Und zwar entweder mit Script oder mit einem Evaluate. Evaluate hat immer den Vorteil, dass es sofort passiert. Script wird halt irgendwann getriggert, wenn er mit der aktuellen Arbeit fertig ist. Und da gibt es hier Programm wird aktiv, Programm geht in den Hintergrund. Ja, da kann man dann noch was machen, bevor es weg ist. Ne? Ne, auch hier die Memory Warning kann man bekommen, da kann man irgendwelche Sachen schließen, um ein bisschen Speicher freizugeben, um dieses Zwangskillen im Hintergrund zu umgehen. Oder hier das mit dem Significant Time Change ist auch interessant. So Zeitzone hat sich geändert. Man bekommt das dann überhaupt mal mit. Ja. Habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht. Also, wenn du hier Devices hast, genau. Wenn du da ein neues Gerät ranstöpselst, dann sieht das anders aus und du hast halt hier irgendwo einen Knopf zum Anmelden. Ansonsten gehst du halt bei Apple auf die Webseite, einmal einloggen, da gibt es ja auch so eine Verwaltungswebseite, wo man Sachen eintragen kann. Da muss man halt so einen Device Identifier abschreiben, der irgendwo in den Einstellungen steht. Ja, Devices hier. Devices, genau. Genau. Hier kann ich auch übrigens die Device-Logs gucken. Das heißt, ich kann hier draufklicken, sehe alle Crash-Reports. Zum Beispiel auch von einer Test-App, die ich mal irgendwann gemacht habe. Also das ist jetzt ein echter Crash-Report von einer anderen App. Kann ich ein bisschen rangehen. Die ist aber in Social geschrieben. Und dann kann ich halt hier schauen, warum das vielleicht abgecrasht ist. Hier zum Beispiel, das wurde beendet. Pacethread Asset, ja, ist was schiefgegangen. Sonst noch irgendwas? Fotos sind verbrannt. So, ich kann auch einen Screenshot nehmen, die Konsole öffnen. Konsole ist halt für Live-Nachrichten. Ne? Also ich kann hier jetzt live die Logs sehen, was auf meinem iPhone so passiert. Da kommen unzählige Meldungen. Aber ich kann natürlich auch hier den App-Namen eingeben. Irgendwie, was hatten wir? Test-App? Ja, das war ja nur der Display-Name. So. Ach, und der kann hier, wo ist das mit dem Lokalisieren?
Ach, da müssen wir auch noch durchgucken. Also ich kann dann nach meiner App suchen und kann live irgendwelche Fehlermeldungen sehen. Das ist vor allem interessant, wenn diese Signaturfehler kommen. Ich gucke mal, warum das Programm nicht startet. Weil zum Beispiel das Plugin und die App nicht mit demselben Team signiert sind. Da gibt es dann eine Fehlermeldung. So, jetzt haben wir hier noch die Assets und so. Main. So. Ja, so, das ist jetzt der Startbildschirm. Den hat Claris festgelegt, den brauchen wir normalerweise nicht zu ändern. Aber der Launch-Bildschirm ist vielleicht interessant. Tschüss, ja. So, ich kann also, könnte also hier diesen Launch-Bildschirm umgestalten. So. Window, Library, wo ist es denn? Ja, super, dann mach ich. Show Library. Ah ja. Hier gibt es Steuerelemente. Eben zum Beispiel hier das. Was ist denn das? Das Launch Image ist ein. Das ist eigentlich nur ein Image Viewer, der halt ein bestimmtes Bild rein positioniert hat. Da kann ich natürlich alles Mögliche drauflegen. Natürlich eine Checkbox beim Starten gar nicht sinnvoll, aber ein Bild, ein Text könnte ich da drauf schreiben, der dann immer beim Start erscheint. Dann habe ich hier noch die Assets. Das ist ein Archiv, was dabei liegt. Also das sind nicht einzelne Dateien, sondern das sind wirklich so ein Archiv, wo halt ganz viele kleine Bilder drin liegen, die irgendwo im FileMaker Go Code verwendet werden. Da habe ich jetzt also auch hier die Icons, für die ihr alle in der GUI, GUI seht. Also hier so für die, das sind die beim Container, die Bilder, die er anzeigt, wenn er kein Icon hat. Und hier, also ich könnte hier alles auch an Bildern ändern. Also wenn mir das nicht gefällt, wie der Refresh-Button vom WebViewer aussieht, könnte ich das ändern. Genau, Shortcut, Security. Ah ja, hier, das war das Hotel. Und hier natürlich die Bilder vom Launch. Könnten wir alle tauschen. Keychain, Go Colors. Da kann ich viel anpassen. Das Wichtigste wäre natürlich, dass hier irgendwo auch noch das Icon dabei ist vom Programm. Ja. Ich glaube, die Zeit ist rum. Aber habt ihr noch mehr Fragen? Ja? Wenn ich in deinem Skript den Schritt ausführen in 5 Minuten starte, ja. Im besten Fall, ja. Dann wird das bei Bedarf inklusive dem Heiligen Gold. Also die Timer sind normalerweise so eingestellt, dass wenn das Programm im Hintergrund läuft, dass du dann nochmal für den Timer ein bisschen CPU-Zeit kriegst und das Skript dann ein bisschen laufen kann. Aber da müsste man nochmal in der Dokumentation von Apple nachgucken, wie das eingeschränkt ist. Weil du kriegst ja nicht ewig Zeit im Hintergrund. Ja? Ja. Wenn du dich anmeldest für diese Apple ID, dann musst du ja Sachen eingeben. Registriert auf Einzelperson oder auf Firma. Es gibt auch so Sachen, dass sich die IDs schlecht übertragen lassen. Deswegen gibt es Leute, die legen für jede App eine extra Apple ID ein, damit sie diese App mit der ID einzeln verkaufen können. Weil das Übertragen ist ein bisschen schwierig mit Apple. Da muss man ja immer Nachweise liefern und ich bin hier eingeloggt in Xcode mit meinem Account. Das hängt dann. Und ich habe den ja ausgewählt. Also ich kann auch mehrere Accounts haben auf diesem Rechner. Hatte ich auch schon für Kunden. Und dann kann ich hier im Pop-up-Menü auswählen, was ich haben möchte. Da gibt es also mich persönlich und die Firma. Mein Plugin ist ja auf mich signiert, deswegen klappt meine Demo so super. Für euch gibt es hier ein kleines Skript, was beiliegt. Sein Skript. Ich ziehe das mal hier drauf und mache es mal groß. Das habe ich mal geschrieben.
Da trägt man hier den Namen ein von eurem Zertifikat. Das, ups, also wahrscheinlich reicht auch nur der Firmenname hier. Da trägt man euren Zertifikatnamen ein und dann ist das so eingestellt, dass es halt guckt, wo liegt das ganze Zeug und dann eben die zwei Frameworks mit eurer Signatur signiert. Und dann nochmal hier Display-VV, wir zeigen es dann nochmal an. Und das sollte dann euer Name erscheinen und keine Fehlermeldung. Ja, ohne Lizenzcode läuft das Plugin im Demo-Modus. Für ein paar Stunden. Ja, aber ich habe schon mal als kleine Besonderheit eingebaut, dass der Lizenzcode in der Präferenzdatei immer gespeichert wird, damit, wenn du nach dem Crash wieder aufgeweckt wirst, wird das ja neu geladen, aber du weißt das als App nicht. Also dein Startskript läuft nicht. Ja, weil du bist wieder aufgeweckt und dann ist das Plugin automatisch registriert schon, ohne dass du das machen musst. Ja. Also es gibt dieses Problem oder naja, dieses Feature, dass Programme ihren Zustand speichern können, werden beendet und werden später wieder geladen mit dem gleichen Zustand. Das heißt, der Benutzer ist im gleichen Bildschirm. Das klappt mit dem FileMaker so ein bisschen nicht, glaube ich, weil der weiß ja nicht, also der speichert ja nicht den Zustand, sondern du kommst dann ja wieder mit dem Start von der App raus. Ja. Ja? Ja? Ja, auf die Kunden. Also erstmal, die ersten Geräte, die meldet ihr da an, registriert im Xcode, dass ihr da auf denen direkt debuggen könnt. Dann gibt es Testflight, wo sich Kunden anmelden können, indem ihr denen einen Link schickt. Können sie sich dann das Testflight runterladen und für euch registrieren, dass ihr dann eure App als Beta-Version runterladen könnt. Das heißt, mit Testflight kann man an bis zu 10.000 Leute eine App zum Testen verteilen. Aber soweit ich weiß, ist das dann zeitlich begrenzt. Also die App läuft dann nur ein paar Monate, weil die Signatur nicht ewig gültig ist. Genau, aber das würde für zum Beispiel für so ein Festival vielleicht sogar reichen. Ja? Und das noch länger wäre dann halt, ich setze in den App Store öffentlich oder nicht öffentlich oder ich verteile sie über das Apple Business Manager, über ein MDM auf die Geräte direkt. Das heißt, ich kann die App ja auf alle Geräte von den Mitarbeitern einer Firma pushen. Ne? Also die kriegen die dann automatisch installiert, ob sie wollen oder nicht. Dann würde ich sie in App Store setzen. Vielleicht sogar unlisted, was ja auch bequem ist, weil dann muss man ja die URL wissen. Und wenn man es alles in App Store geht, geht es durch den Review-Prozess. Das heißt, ein Apple-Mitarbeiter schaut sich mal 2 Minuten das Programm an, ob das jetzt verbotene Sachen macht. Das heißt, der kriegt von euch ein Login, der geht auf die Eingabemaske, loggt sich ein, kann durch 2, 3 Bildschirme machen. Da sollte man dann vielleicht auch irgendwas vorsehen, dass der vielleicht nicht alles sieht und ein paar Beispieldatensätze sieht. Ne? Ja, effektiv eine Sichtkontrolle. Und kann natürlich sein, dass er euch da anmeckert, dass ihr irgendwelchen Designrichtlinien nicht entspricht. Aber letztendlich kann man ja beim Review auch, glaube ich, einen Kommentar hinterlassen, wo man dieses Login reinschreibt. Und da schreibt man hin, das ist interne Firmen-App. Ne? Guck nicht so genau. Ah, was ist hier? iOS App Store. Wie heißt das da? Richtlinien. Gibt es das auf Deutsch? Also kann man so. Wir suchen mal. Wo finde ich die jetzt? Geschäftsbedingungen. Guidelines. Also ein Review-Mann guckt sich das an. Wenn du ein Anmeldebildschirm hast, musst du auch ein Abmeldebildschirm haben. Okay. Wenn du was verkaufen willst, musst du darauf hinweisen, was es kostet. Also das sind durchaus sinnvolle Regelungen, die halt daraus erwachsen sind, dass es halt sehr viele Betrüger gibt. Also das darf nicht aussehen, wenn die zum Beispiel wie Windows 95
Ja, ich weiß nicht, wie sehr Sie auf das Design wirklich gucken. Aber es gibt hier. Wobei du auf dem iPhone oder wenn du so eine App jetzt fürs iPhone hast, da musst du immer gucken, dass das auch halt den Richtlinien oder das sag ich mal, den Aussehen eines iPhone-Apps und mit einer Windows-Apps entspricht. Weil sonst würden die Leute sagen, ich dachte jetzt, es kommt sowas an wie Bilder müssen immer einen abgelutschten Kant haben oder sowas. Ja, also hier gibt es eine lange Liste von Regelungen, was man wie machen soll, damit man da ins System passt. Aber wie gesagt, der Apple-Mitarbeiter, wenn man sich das guckt, es gibt Leute, die loggen das auf dem Server, ne, wird geöffnet bei Apple, also man reicht die App ein, das ist dann eine neue Versionsnummer, dann sieht man auf seinen Usage-Logs, ach, da hat einer geguckt, aufgemacht, zugemacht, 2 Minuten, fertig. Meistens haben die nicht viel Zeit dafür. Und wenn die App natürlich dabei crashen würde oder irgendwelche Fehlermeldungen zeigt, dann kriegt man natürlich das abgelehnt und sagt, hier behebt das erstmal. Nee, weiß ich jetzt nicht. Was mich interessieren würde, ist, an diese, ich habe jetzt das Problem, dass Sie wirklich mal mit einem festgehaltenen App und lassen das also nicht an die Öffentlichkeit über, sie sind Die müssen halt verhindern, dass jemand ein Spiel oder was an Leute verteilt über einen Testflight-Account. Die sind ja teilweise sehr kreativ, die Leute, die da. Ne, oder so Casino-App wird über Testflight verteilt. Ne, das möchte Apple halt verhindern. So, ich glaube, die Zeit ist jetzt wirklich mal rum, weil jetzt geht gleich die nächste Vortrag los.